Simon Unge kennt keine Grenzen für Privatsphäre. Es ist so krank. Er hat mein Leben genommen, Leute. Kommt dann alles wieder hoch. Wir gucken uns jetzt hier noch schnell die Ansage von Julian Bellmann Unge an. Bett genommen. Wer hat mein Bett genommen? Wer war es in Minecraft? Wer hat mein Bett genommen? Wer hat das verraten? Wer hat das verraten? Leute, ihr habt recht. Hi, ich bin Vincent Lee, übermüdeter Musikproduzent und Familienvater von zwei süßen Töchtern. Süß, ne? Sehr süß, Vince, sehr süß. Hast du den Jausensong hast du sehr gut gemacht, Bro. Es war nicht leicht, sie ohne Bett zu zeugen. Und der Grund dafür bist du, Unge. Ja. Es war der 24. August 2014. Mhm. Den Tag werde ich nie vergessen. An dem Tag hast du mir mein Bett genommen. Oh mein Gott, nein. Das hat er nicht gemacht. Simon, ich dachte, dass du Grenzen kennst. Oh shit, mein Bett ist kaputt. Oh, Alter. Moment mal. Kaputt, alles kaputt. Ja. Hm? War ich da nicht sogar dabei? Und vor allen Dingen, das ist mir auch passiert. Das ist mir auch passiert. Simon, Unge. So, jetzt reden wir mal. Pizza beiseite jetzt, Alter. Ja, sie später. Jetzt wird mal Tacheles hier geredet, Malaka. Simon Unge, damals im YouTube-Haus. Ich komme nach Hause. Ihr habt gerade Pizza ausgespuckt. Ihr habt's alle gesehen. Und Simon Unge liegt in meinem Bett. Einmal mit Katie Cake und einmal ohne. Mehrfach hat er sich einfach in mein Bett reingelegt. Der hat mein Brot gegessen. Simon Unge kennt keine Grenzen für Privatsphäre. Ich hätte es ihm auf Madeira, hätten wir es ihm heimzahlen sollen. Allesamt. Simon Unge ist geisteskrank. Der hatte einen Schlüssel zu der Wohnung von Paluten und mir. Und der ist immer rübergekommen. Der hatte einen Schraubenzieher und dann ist er auf einen losgegangen. Hat geschrien. Ja! So hat der geschrien. Er hat, Leute, ich krieg Flashbacks. Boah, Leute, Alter. Simon Unge muss zur Rechenschaft gezogen werden. Der hat das bei mir auch abgezogen. Der hat einen Schrank von mir kaputt gemacht, Alter. Es reicht. Diese Verbrechen verjähren nicht, Simon. Und das nächste Mal, wenn ich auf Madeira bin. Das gibt keine gute Jause für dich. Diesmal bist du fällig, Junge. Ich sag's dir. Ja, und an dem Tag war es dann halt so. Unge kam halt rein, nimmt diese Nerfgun, ballert die ganze Zeit da rum und springt herum von... Ist so! Es ist so krank! Simon Unge ist der hyperaktivste Mensch früher gewesen, Alter. Der ist so wahnsinnig. Der hat mich auch in Madeira die ganze Zeit wieder angefasst in meinem Gesicht und mich geküsst und an meinen Nippeln rumgezwickt. No sexual. Der soll aufhören! Der muss weggesperrt werden! Bett zu Bett, ne? Und springt auf Vincents Bett so, bis es auch mal kracks. Einmal so durchbricht. Warum macht er das denn? Aber gab es eine Entschädigung oder zumindest mal eine Entschuldigung? Nein, aber die habe ich auch nicht bekommen. Ich habe mit dem in einem Haus gewohnt. Der hatte Schlüssel zu meiner Wohnung. Ich habe wirklich alles verloren in dieser Zeit. Mein Brot, meine veganen Snacks, die ich im Kühlschrank hatte, weil ich die mit Tadl und Adi teilen wollte bei gemütlichen Filmeabenden, ja? Alles hat er mir genommen. Er hat einen Schlüssel gehabt, meine Freunde, weil wir uns die Waschmaschine geteilt haben. Der hat meine Waschmaschine benutzt, das Waschmittel. Simon Unge hat mein Leben damals zur Hölle gemacht. Gut, Simon Unge hat doch mein Leben als YouTuber aufgebaut, aber Simon Unge hat auch mein Leben zur Hölle gemacht, Leute. Ich habe wirklich blaue Flecken, Stichwunden von Schraubenziehern und so weiter und so fort. Leute, Vince, du kannst froh sein, dass du nur einmalig betroffen warst. Ich war ein mehrfaches Opfer. Unge ist Wiederholungstäter und er hört nicht auf, bis du tot bist. Du kannst doch nicht einfach Betten zerstören und nach Madeira abhauen und dich vor der Verantwortung drücken. Oder mir das Leben zur Hölle machen und dann einfach abhauen. Doch, und genau so ist Simon, genau so ist er. Ich meine, du schuldest mir einen Lattenrost seit fast 6 Jahren. Und wenn ich jetzt noch die Lattenrostzinsen draufschlagen würde, dann ist es definitiv schon ein ganzes Bett, was du mir schuldest. Aber ich weiß, du bist ein Ehrenmann und lässt sowas nicht auf dir sitzen. Stimmt nicht. Wenn Simon ein Ehrenmann wäre, dann hätte der mich schon längst ausgezahlt. Dann hätte ich auch meine 3000 Euro von ihm bekommen. Habe ich nämlich auch nicht. Simon Unge ist kein Ehrenmann. Jetzt ist es raus. So ist der Videotitel. Simon Unge ist kein Ehrenmann. Der hat mich damals so fertig gemacht. Ich krieg noch 3000 Euro von dem. Vince kriegt ein neues Bett von dir. Simon, du kennst keine Grenzen. Du musst weggesperrt werden. Du kommst ins Gefängnis, Junge. Oh mein Gott, ich schulde Vincent noch ein Lattenrost. Ja, ich habe früher von Vincent einen Lattenrost kaputt gemacht. Und mein Leben damals auch. Vincent, ich werde mich darum kümmern. Ich hab richtig Bock auf Beef, Alter. Ich weiß nicht genau, wie du dich darum kümmern willst, aber bevor jetzt einfach nur ein Lattenrost auf die Straße gestellt wird, würde ich mir wünschen, vor allem, da ich am Samstag Geburtstag hatte, dass du jetzt für ein paar Stunden ausnahmsweise mal deine Insel verlässt und ins Haus kommst, nach Aachen. What the fuck? Wir gemeinsam hier eine Schlafstätte errichten, die es auch wert ist, Bett genannt zu werden, und ich mit Vorfreude in die Nacht gehen kann, weil ich weiß, Unge lässt mich jetzt gut schlafen. Verbreitet meinen Kummer mit Hashtag Bett genommen. Das ist sehr ehrenhaft, Vince, dass du auf dieses Problem aufmerksam machst.
Aber Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Es gibt so viele Clips, Leute, wie Simon mich schlägt, auf mich einprügelt. Wir gucken uns jetzt an, was er dazu sagt. Und dann will ich, dass er auf mich hier auch reagiert. Ich habe auch ein Recht auf Wiedergutmachung. Du bist ein Kriegsverbrecher, Simon. Wir brauchen einen Hashtag. Mit einem Schraubenzieher hat er mich damals. Was spinnt der Junge? Mein Kühlschrank. Dem war nichts heilig. Toilettenpapier, alles weg. Leute. Bei mir ist es Leben genommen. Er hat mir das Leben genommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Ungeklickt, schön, dass ihr dabei seid. Und heute mal... Dieser Spam ist real, Leute. Oh. Hashtag Bett genommen, Hashtag Bett genommen, Hashtag Bett genommen. Leute, ich weine gerade, ne? Entweder habe ich ein Stück Pizza im Auge, Leute, oder ich bin gerade wirklich traurig. Vielleicht kommt gerade das Flashback wieder hoch, Leute. Leute, er hat mir das Leben genommen. Kommt gerade alles wieder hoch. Es ist schrecklich, seinem Schänder so in die Augen jetzt sehen zu müssen. Aber wir geben uns das jetzt. Ja, Leute, ich habe ein dunkles Geheimnis. Ich bin aufgeflogen, Leute. Simon, und jetzt melden sich die anderen Opfer zu. Und ich möchte auch, dass sich hier nicht Nilo solidarisiert und auch Paluten und auch Dena und auch Tadl und Adi. Wir haben alle unter deinem Terrorregime gelitten, Simon, aber jetzt ist es vorbei. Und ich war noch so dumm auf Madeira. Ich habe das alles verdrängt. Das ist bei Traumata so. Aber irgendwann kommt es wieder hoch und jetzt ist es da. Und es tut verdammt nochmal weh. Es tut weh. Das hier ist das Allerschlimmste, was hätte passieren können. Die schlimmste Ansage... Nein, Simon, die schlimmste Ansage kommt von mir, dem Gewaltopfer. Jetzt ist es raus. Der Typ kennt keine Grenzen. Der ist wahnsinnig. Der ist wahnsinnig. Wir müssen ihn stoppen. Ich dachte, es wird irgendwann vergessen werden. Nach 6 Jahren, in denen ich es vertuscht habe und verheimlicht habe. Jetzt kommt alles zurück. Es gibt etwas, das überschattet all das. Du gehörst weggesperrt. Und auch auf Madeira gibt es Gefängnisse. Und Simon, das hier... Die lieblichen Freiheitsklänge der Jause, die wirst du lange Zeit nicht mehr hören. Ich werde mich mit Christian Solmecke und Julian Bem, und das tut weh, nicht Nilo und allen anderen Opfern deiner Schandtaten solidarisieren und eine Sammelklage einreichen und dich endlich hinter Gitter bringen. Sei denn, ich krieg meine 3000. Du bist ein Betrüger, Simon. Du bist ein Betrüger, bist du. Es tut mir leid. Was soll du hast mein Leben tun? Zerstört, Simon Unge. Den Grund und Boden werde ich dich stampfen, Simon. So wie du damals auf mir rumgetrampelt bist, werde ich dich heute fertig machen. Ich kenne jetzt keine Grenze mehr. Ich bin stark. Ich bin der Phönix, der aus der Asche wieder aufersteht. Du gottverdammter Triebtäter. Wegen dir, Simon, ist die Beziehung mit Jodie jetzt zu Ende. Weil mein Traumata jetzt gerade wieder hochkommt. Das ist auch deine Schuld. Er hat sie im Stehen gezeugt. Es war nice, aber es war nicht das gleiche wie im Bett. Ja, und es ist meine Schuld. Simon, wegen dir habe ich mich zu sehr auf Updates Seite gestellt, weil mein Kopf nämlich verrückt geworden ist. Das Trauma hat mich geprägt. Ich konnte nicht mehr differenzieren. Was ist richtig, was ist falsch? Das ist deine Schuld. Du hast mein Leben zerstört. Ich hasse mich für das, was ich getan habe. Aber ich kann es nie wieder gut machen, oder? Unge war damals halt so frei, dass er halt voll auf bei uns vorbeikam im Long. Der war nicht frei, der ist einfach in die Wohnung von mir eingebrochen auch. Simon wusste nicht, was Privatsphäre ist. Der hat mein Leben genommen, Leute. Ich möchte jetzt, dass wir hier ganz kurz sämtliche Clips reinschneiden, wie Simon Unge damals zu mir gewesen ist. Er hat mein Leben genommen, Leute. Simon, ich bin nochmal wieder. Die Flasche am Kopf. Was ist das? Timo, was soll das? Mach dein Leben, mein Leben kaputt. Mach alle, ihr zerstört's. Ich glaube sogar, und da bin ich mir fast schon sicher, ich stelle das jetzt einfach mal hier in den Raum, dass Simon Unge in meinem Bett damals, als ich nicht da war, in diesem Bett Sex hatte. Es war ein Tag bei Vince, bei mir waren es 6 schreckliche Monate. 6 schreckliche Monate. Oh shit, Vince Bett ist kaputt. Oh, Alter. Hier ist ein Sachschaden, der begangen worden ist. Bei mir ist es ein emotionaler Schaden im Herzen. Simon, jetzt kommt's alles wieder hoch, Leute. Ich bin gerade sehr emotional. Ihr seht das vielleicht. Es ist nicht leicht für mich, das gerade mit euch hier aufzuarbeiten. Es tut weh. Ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht. Aber das ist eine Überdramatisierung der Ereignisse. Nein, ist es nicht, Simon, weil so kenne ich dich. So warst du schon immer. Du wusstest nicht, wann man aufhören muss. Ich habe geschrien, aua, aua, der Schraubenzieher steckt in meinem Bein. Aua, 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 Simon. Und du hast weitergedreht und geschrien, ja! Yeah! Ich höre das Schreien jetzt noch in meinem Kopf. Das ist so nie passiert, Ju.
Du willst nur alles noch schlimmer machen. Das kann nicht wahr sein. Ich möchte, dass sich jetzt hier unten alle Leute in den Kommentaren melden. Ich spreche bewusst an nicht Nilo. Ich spreche bewusst an Dena. Ich spreche bewusst an Tadel, Adi und auch Paluten. Ich spreche alle Leute an, die körperlich von Simon jemals angegangen worden sind. Auch ABK, du wurdest auch das ein oder andere Mal von Simon angefasst, wo du es nicht wolltest. Meldet euch hier unten, Leute. Meldet euch. Der Junge muss gestoppt werden. Das geht zu weit. Der kann nicht einfach auf eine Insel ziehen und hoffen, dass wir es vergessen. Wir vergessen nicht. Er hat unser Leben genommen. Wieso ist das nur passiert? Ja, jetzt zeigt er sich Reue. Jetzt zeigt er Reue. Kann ich die Zeit nicht zurückdrehen? Nein, kannst du nicht. Du kannst das, was du getan hast, nicht wieder gut machen. Außer durch eine hohe Zahlung eines hohen Geldes. Dann können wir... Nice. Du bist ein Ehrenmann und lässt sowas nicht auf dir sitzen. Da hast du recht, Vince. Vince, ich werde mich darum kümmern. Ich weiß nicht genau, wie du dich darum kümmern willst, aber... Er hat's nie gemacht. Jetzt ich möchte, dass sich jetzt Montana Black auch mal für mich einsetzt hier. Ja? Ich möchte, dass Montana Black sich jetzt auch mal auf meine Seite hier stellt. Nicht nur bei Tanzverbot, sondern dass der auch mal jetzt für mich da ist. Simon Unge hat mir damals das Leben zur Hölle gemacht. Ja, er hat mich auf YouTube aufgebaut. Aber diese 6 Monate YouTube-Haus, Leute... Ich möchte jetzt auch einen Talk mit Papa Monzo und Stay haben, Alter. Hör mir zu. Okay. Ich nehme dein Angebot an. Mhm. Ich werde zum ersten Mal seit über einem Jahr diese Insel verlassen. Nein. Um mich um dieses Problem zu kümmern. Dann bist du aber auch für mich da, Simon. Wir beide müssen eine Menge aufarbeiten. Eine ganze 6-teilige Doku-Reihe will ich sehen. Wir gehen zusammen in den Park. Wir gehen zum Psychologen, der dir bescheinigt, dass du eine psychische Krankheit hast. Wir gehen zusammen in die Klapse, wo du erstmal 6 Monate weggesperrt wirst. Wir gehen zusammen zum Anwalt und du zahlst mir mein Geld zurück. Und ich möchte, dass du mir Brot kaufst. Alles wirst du mir setzen, was du dir damals angetan hast. Hörst du das? So einfach kommen die anderen mir auch nicht davon. So einfach, guckt euch dieses Video an. Was seht ihr hier? Was seht ihr da? Oh shit, Vince Welt ist kaputt. Oh, Alter. Habt ihr das gesehen, was da passiert ist? Habt ihr das gesehen, was da passiert ist? Dena hat mich dahin getrieben. Mhm. Dena hat mich. Jetzt zieht er noch andere Leute mit rein. Jetzt zieht er noch. Jetzt und zieht schaut mal, so nicht. Von wem Dena getrieben so wurde. So nicht. Oh, Alter. Von Cheng. So nicht, Minjung. Du bist derjenige, der hier die Scheiße gebaut hat. Ich komme in euer Haus nach Aachen zur Gamescom. Ich erwarte aber, dass Cheng und Dena beide die Eier haben, ebenfalls dahin zu kommen. Und wir zusammen bauen dir ein neues Bett. Er will es nicht zugeben. Er tut wieder so, als wären die anderen daran schuld. Simon, stell dich endlich deiner Verantwortung. Du bist hier derjenige, der Böses getan hat. Lasst mir einen Schlafplatz irgendwo im Haus in der Gamescom-Zeit. Ich werde von Köln nach Aachen kommen. Du hast recht in allen Punkten. Schuldig. Ich bin einfach ein absoluter Ehrenmann. Gut, wir werden sehen, ob Simon zu der Zeit kommt. In einem Monat bin ich wieder Madeira. Und dann möchte ich, dass du dich mit dem Problem auseinandersetzt. Und wir reden, Simon. Wir reden über die alte Zeit. Wir arbeiten das auf. Erkenne an, dass du gesündigt hast. Mit erhobenem Finger sage ich es dir hier nun. Wir vergessen nicht. Wir sind die Opfer deiner Tyrannei. Aber das hat alles ein Ende, Simon.